Heute sind mal wieder die Schweden dran, und zwar der Leo, der Siebener, hier von Oboffi, vielen Dank. Aber er ist nicht alleine, nein, er hat seinen ganzen Clan sozusagen mitgenommen, also daher, das schon mal gut. Allerdings ist er hier Low-Tier und es sind einige Neuner am Start. Karte Karelien, das ist natürlich jetzt nicht so geil, aber ich würde ja natürlich jetzt das Replay hier nicht auswählen, wenn ich da nicht schon vorher gespickt hätte und sehen würde, yo, da kommen einige an XP zusammen. Daher schauen wir doch mal, wie er hier so bestechen kann und wie das Ganze so wird. Erstmal wird hier mit den schnellen Geräten die Seite gestürmt, wobei interessant, dass sich hier sein anderer Leo-Kollege aufteilt, der fährt da oben alleine. Das heißt, er bleibt hier mit dem Type 64 zusammen. Und oh, schön aus der Hüfte den T49 getroffen. Wichtig, der Leo ja kein Autoloader. Der lädt zwar recht schnell nach, aber eben ganz klassisch ohne Magazin. So, und da hat jetzt sein Type 64 aber schon direkt das Zeitliche gesegnet, leider. Jetzt muss er aufpassen, dass er hier nicht das gleiche Schicksal leidet. Oh, schöne Handbremstrift. Und jetzt können sie auf jeden Fall von oben dann gleich ein bisschen wirken. Artis gibt es noch zwei. Da auch immer ein bisschen einen Blick drauf haben. Ah, ob der letzte getroffen hat, das ist unklar, aber schon mal die ersten beiden da ins Ziel gebracht auf den Jagdtiger. So, jetzt hat sein Kamerad von der anderen Seite hier den T49, aber er ist wieder offen, auch da wieder Obacht walten lassen. Naja, auch nicht schlecht. T37-3 hat mich direkt so aus dem Konzept gebracht, dass er da den Treffer nicht ansetzen konnte, dass ich gleich mich hier verhaspelt habe. Komm jetzt schon. Su hat ja vorher auch eine gegeben. Jetzt nochmal eine. Ja. Sehr schön. Oh, T95, das Monster. T95, da frisst er natürlich schon einige Treffer, aber die müssen auch erstmal durchschlagen. Und der Schuss ist verdammt schwer. So, jetzt auf den Jagdtiger. Jetzt sieht er ihn nicht mal mehr, weil er so weit weg ist. Man sieht ihn nur noch auf der Minimap. Und ihr seht, angezeigt 1000 Schaden, aber der hat schon deutlich mehr auch blind gemacht. Und jetzt auf die Su geht's weiter. Ja, da hat er jetzt nochmal schön was raushauen können. Aber Obacht, jetzt ist er offen.
Deswegen jetzt wieder in Fahrt setzen und bloß hier ein bisschen wegkommen. So, jetzt mal kurz Überblick verschaffen und schauen, okay, wie steht wo jeder. In dem Fall mit der Zoom-Out-Mod aus der Fahrt auf den Conqueror. Hat noch 31 Hitpoints. Seitlich, aber da wurde er schon rausgeholt. Jetzt könnte er aber vielleicht noch den T-37 wegnehmen. Wobei, den lässt er stehen. Das macht der Waffenträger. Jetzt geht es wieder Richtung T-95. Das ist natürlich, wie gesagt, noch ein Brett von Panzer. Ja, und wieder Abpraller, Ricochet. So, jetzt den T-95 umfahren und dann da rausnehmen. Aber Obacht, die Artis sind ja auch noch da. So, hier aufpassen, nicht sich irgendwie auf die Fresse legen. Kann bei sowas mittlerweile echt immer einfach passieren. Das unterschätzt man dann doch ganz schnell. So, er will hier so ein bisschen vorsichtig sein. Die Artis natürlich auch mal langsam finden. Und da ist sie schon. Erster Treffer sitzt. Jetzt braucht er einen höheren. Ah, nee, der hat leider nicht gesessen in der Form, dass er mit dem Schuss zerstört ist. Aber jetzt ist er dann doch raus. Sehr gut. Und die nächste Arti da gleich zu sehen. Und diesmal in der Bewegung. Zack, der sitzt. Arti dreht da schon mit. Aber war wohl im Reload. Dementsprechend konnte die Arti da jetzt sich nicht wehren. T95 ist auch schon zerstört. Und jetzt ist nur noch der VK und der Jagdtiger am Leben. Also jetzt mit 13 zu 10 schaut es doch schon sehr gut aus. Oh, der VK, der guckt ihn da schon böse an, aber da konnte er direkt dem eine verpassen. Na, jetzt versteckt sich der da so ein bisschen. Aber der ist noch nicht angewinkelt genug. Dementsprechend kommt er hier auch immer noch gut durch. Jetzt trifft der VK da aber und nimmt ihn gleich den Kommandant und den Richtschützen raus. Oh, sehr schön. Da zündet er ihn jetzt auch an. Und der Damage, der massiert. Oh, der wird richtig hoch. Der wird richtig massiv. 1165 in Summe. Heidewitzka, der war mal richtig ordentlich. Damit hat er seinen Damage Pool aber sowas von nach oben gesteckt. Und jetzt der Jagdtiger, der will ihn hier haben. Aber durch diese Jagd auf ihn bekommt er dann natürlich einen Treffer von hinten. Und jetzt kann er ihn gleich von hinten nehmen. So, da hat er ihn jetzt umfahren. Und jetzt hat der Jagdjäger keine Chance mehr. Der weiß es auch und dementsprechend lässt er es eigentlich über sich hingehen. Und nochmal der Brand. Und bevor die Arti da den wegschnappen kann, macht er den Kill selbst klar. Macht hier 5 Kills, macht 4300 Schaden, 1911 unterstützt und das als Low-Tier. Da muss man sagen, das war eine sensationelle Runde, die ganz verdient für ihn mit dem Sieg belohnt wurde. Und 1842 XP, ebenfalls nicht ganz schlecht. Gut, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.